Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Beyond. Zurück auf dem Multiplayer-Server sind wir heute bei Shadow TS. So, wir sehen hier schon ein paar Sachen. Er hat hier schon einiges gebaut. Unter anderem auch dieses Stück hier unten. Das geht noch nicht so weit. Es geht schon ein ganzes Stück. Ja, bis hier, glaube ich. Und das wird eine Bahnstrecke, die er baut zum Spawn, also zum Hauptbahnhof, an dem wir in den letzten Folgen ziemlich viel gebaut haben. Wo noch viel zu bauen ist. Aber das kriegt man dann alles hin. So. Was ich euch jetzt zeigen wollte, ist einfach mal nochmal hier Shadow TS sein Gelände. Da kam ein bisschen was dazu. Hier hat er zum Beispiel, können wir gerade mal ausmachen. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht rein. Ja. So ist er halt, unser Shadow TS. Der baut immer alles gelockt. Weiß gar nicht warum. Weil, man, ich könnte das hier ja bestimmt abbauen und dann trotzdem rein, ja? Ne, ich probiere es jetzt nicht aus, ja? Ich will ihn ja nicht ärgern. Aber, ja. Das Gelockte weiß ich nicht. Hier, das sind die Lampen, die ich mir bei ihm vor 2 Folgen, glaube ich, bestellt habe. Die kommen noch am Spawn. Die habe ich immer noch hier im Inventar. Dann hatte hier einen Maschinenraum. Und weshalb ich eigentlich hier bin, er hat ja gemeint, er baut seinen Bahnhof. Und den wollte ich mir einfach mal angucken. Da muss man hier in sein Haus rein. Dann hatte hier eigentlich eine Türe. Und dann hatte hier ein Bahnhof. Nicht ein Bahnhof, sondern ein Aufzug. Ja, da kann man hochfahren. Dann kommt hier natürlich eine gelockte Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Okay, hätte ja sein können. sorry. Und dann gehen wir jetzt mal zum Bahnhof. Ja, kann man da immer anklicken. Und dann zeigt der einer auch an, wo man ist. Hier hat er seinen Bahnhof angefangen. Das ist eben dieses Gleis, was wir von oben gesehen haben. Das geht in diese Richtung, ein ganz schönes Stück. Hier hat er auch schon irgendwas. Er hat gesagt, er hat schon irgendwo was gebaut. Da bin ich allerdings noch nicht. Habe ich keine Info, wo das ist. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht zu sehr rumstöbern. Ja, auf jeden Fall. Hat er bisher ganz schön gebaut. Ne, die obere Etage kommt hier wahrscheinlich auch. Oder? Ja, natürlich. Muss man ja gar nicht durch. Er hat überall diese Microblocks oder Dinger oder Zeug rangemacht. Ein Flatscreen. Hm, was hat er denn für DVDs da? Jaws. Jurassic Park. Ghostbusters. Deon kenne ich nicht. Star Wars. Back to the Futures. Okay. Ja. Also wie gesagt. Oh, ein Piano. Funktioniert das? Schade. Dann ein paar Soundeffekte einbauen, wäre doch auch cool. So, hier der Bär vom Dings da. Irgendwo gackern Hühner. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ja, hat er auf jeden Fall schön gemacht. Hier kann man schön den Sonnenuntergang anschauen. Komme ich denn jetzt hier wieder? Ah ja, Shift. Ja, sieht ganz cool aus. Jetzt will ich natürlich noch. Oha. Ja, nice. Maruna sitzt. Halt. Maruna sitzt in der Badewanne. Maruna ist in der Badewanne. Ja, cool. Also es ist schon cool, was dieses, vor allem dieses, oder hier auf der Toilette. Ja, hier so. Tada.
Ja, und jetzt macht's plopp. Ist der Hammer. Was hatte ich hier oben noch? Ja, okay, verschiedene Räume. Hier ein Master Bedroom. Ah, keine Anzüge drin. Hier Büro. Büro. Ah, ist am Coden. Ja, hier gibt es noch ein. Nee, ach nee, da waren wir gerade. Okay. Aber da geht nochmal eine Treppe nach oben, oder wie? Was ist hier? Ah, okay, da ist die. Da hat er seine Verkistelung drin. Aha. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich weiß nicht, was der hier gebaut hat. Aber ja. Baut auf jeden Fall fleißig an allem Möglichen. Aha, da fehlt eine Türe, deshalb bin ich da reingekommen. Gut, so viel zu Shadow TS. So, jetzt habe ich mir über gedacht, jetzt waren wir vor, ne, in der letzten Folge waren wir bei Nym. Da bin ich aus allen Wolken gefallen, was der da gezaubert hat. Und deshalb gehen wir jetzt nach Hause. Und von hier aus noch zu. Ich habe gedacht, der Wireless Charger reicht bis hier. Schade. Ah, hier in der Ecke kriege ich. Doch nicht. Ah, doch, jetzt muss er sich wieder aufladen. Das heißt, ich muss mal in den. Ah, nee, kann ich ja gar nicht. Ich muss mal hier noch irgendwie. Doch, ich weiß wie. Wir nehmen die dicksten Kabel, die wir haben, wenn wir noch welche haben. Eigentlich sollten wir davon noch welche haben. Haben aber keine mehr. Kann das denn sein? Dann machen wir das mal kurz. ME. Nee, Quatsch. Cable. Nein, Quatsch. Energy. Energy. Hier. Die hier hätte ich gern. Also wir Brandalloy. Oder? Wie viel können die transportieren? 20.000 und der? 5. Wir nehmen wir doch einfach mal die 20.000, oder? Dann brauchen wir mal 8 Enderperlen. Dann 8 von diesen hier. Und dann hauen wir die hier rein. Gut. Und da wir 2 haben, machen wir das hier, dann geht es doppelt so schnell. Wie viel brauche ich denn dafür? 3 Stück. Dann müssen wir noch eins machen. Dass es aufgeht, ja. Sonst haben wir ja eine ungerade Anzahl. Also, wir haben ja so auch, aber eine Anzahl, wo wir nicht genügend Kabel machen können. Ja, 3 haben wir. Dann brauchen wir noch von diesen Teilen hier. Können wir ja schon mal vorbereiten, solange das sich. Solange das schmilzt, schmilzt. So, 7. Dann kommt 8 und jetzt kommt 9. Sehr gut. Und dann hauen wir das hier rein. Gott. Fertig. Dann haben wir die dicksten Käbelchen. Ach, jetzt. Wenn ich Shift klicke, dann sehe ich was. So, machen wir da ein Netz drum. Und dann haben wir aber hier nochmal die weg und pflanzen die erstmal hier in die Ecke. So, dass eben der.
der Wireless Charger am schnellsten Strom kriegt. Wenn ich den abbaue, behält er seine Energie oder nicht? Ja, der hat seine Energie noch drin. Aber ist ja auch egal, ja? Der steht da und der ist gut. So, zu Chuck die Pflanze wollte ich jetzt noch. Muss mal ein bisschen fliegen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, ich mache sogar von Chuck die Pflanze zu mir auch noch mal ein extra Gleis. Dann könnte man erstmal zu mir und dann später noch mal bei Chuck einsteigen. Oder ich mache das auf das gleiche Gleis, wo es sowieso zu Chuck führt, und mache da einfach einen Zugang dazu. Das könnte ich auch machen. Ich wusste doch, dass hier irgendwo ein kleiner Dschungel war. So, ich bin mal gespannt. Bei Chuck die Pflanze und bei Karajan war ich auch schon lange nicht mehr. Da hat ja Nym noch einiges gebaut gehabt, glaube ich, für Karajan. Oder Mephisto? Ich bin mir gar nicht sicher. So, im ersten Blick hat sich nicht viel verändert. Doch, da fehlt ein Teil vom Gebäude. Da geht es irgendwie nach unten. Oha, hier einen Zen-Garten. Okay. Er hat so ein bisschen sein Häuschen nach unten verlegt. Was ist denn das? Blood Magic, glaube ich. Okay. Ist auch wieder so ein Aspekt, den ich gar nicht kenne. Aber es sieht mir aus wie, ja, Blood Altar. Also Blood Magic. Okay. Was ist das? Dämon Crucible. Alter. Aber ich find's gut, ich find's gut. Jeder befasst sich. Jeder befasst sich mit was anderem. Da ist irgendwas drin. Das ist ein Monster-Spawner. Da will ich nicht hin. Da ist noch ein Elevator. Der führt auch runter. Okay. Ja, interessant. Jeder befasst sich nämlich mit was anderem. Ja, und jeder hat unterschiedliche Arten, wie er Energie gewinnt. Atomic Reconstructor. Oh Gott. Ah, okay, er hat ein richtiges Quarry. Ich habe ja nur dieses andere. Und er hat keinen Strom mehr, oder? Doch, hat er. Ich habe ja nur dieses. Oha, nein, oha. Senkeller. Okay. Okay. Ja, also er hat hier auch einiges. Okay, da kommt man einmal außen rum. Ja, das ist seine Technik stehen. Alles schön gebaut, gefällt mir sehr gut. Eigentlich dachte ich, ich komme irgendwie zu diesem Bahngleis, das mysteriöse Bahngleis. Bin ich aber noch nicht hingekommen. So, dann gucken wir mal noch kurz zu Karajan, die muss irgendwo da hinten ihr Baumhaus haben. Jawohl. Und da wurde aber. Aha, hier. Guck mal.
Da gibt es noch einen neuen Weg. Den kenne ich noch nicht. Mach mal das Ding aus. Ja, der führt über die Wolken. Ja, ja, ja. Nein, Quatsch. Über die Bäume. So. Genau, das ist es. Das hat, ich weiß gar nicht, wer das gebaut hat. Irgendjemand hat das für sie gebaut. Aber irgendwie ist da, glaube ich, auch was schief gelaufen. Ne, das sollte, glaube ich, so sein. Moment, hier wollte ich mal kurz reingucken. Ja. Alles gemütlich, alles mit Dschungelwood gebaut. So, hat sich leider hier noch nicht viel getan. Aber es sieht ganz nice aus. Also wenn das hier weitergeht, wird es auch was sehr Cooles. Vor allem dieser Eingang gefällt mir eigentlich. Ja, so unscheinbar. Aber ja, was soll man sagen? Das ist nice. So, jetzt machen wir noch eins. Wir gehen noch zu einem Karasu heißt sie, nicht Karajan. Karasu. Hier kommt ja auch noch ein Bahnhof hin. Ich habe mit Chuck schon gesprochen. Der soll in die hintere Ecke. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit. So, wo ich jetzt hin wollte, war... Magical Wood, okay. Das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo die Teleporter... doch hier. So, von Zen Keller zu Mavia. Und tschüss. So, bei Mavia hat sich eigentlich so auch noch nicht viel getan. Zumindest nicht, was Bauen angeht. Da hat ja alles Mögliche an Technik stehen. Da hat er was. Okay. Will der hier in dem Berg drin bauen? Ja, sieht ganz so aus. So. Ja. Ah, da geht's auch noch weiter. Sieht interessant. Oh, da ist eine Türe. Da ist eine Türe. Da müssen wir durch. Oh. Ja, die Türe führt ins Nichts. Ja, hier bin ich auf jeden Fall gespannt, was hier noch passieren wird. Weil Mavia ist eigentlich auch einer, der übelste Dinge konstruieren kann. Wir hatten das auf Minecraft City ja mit dem, mit seinem Tempel. Das war ja ein richtiger Knaller, den er da hingesetzt hatte. Ja, das war's von dieser Folge Minecraft Beyond. Wir haben jetzt mal wieder bei den anderen ein bisschen geschaut, was die alles konstruiert haben. Da werden wir uns auf jeden Fall auf einem Laufenden halten. Aber wirklich, der absolute Gewinner ist bisher Nym. Nym, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut in der letzten Folge rein. Da ist Unglaubliches passiert. Es ist wirklich unglaublich. Aber das soll es eben, wie gesagt, von dieser Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Da kommt ein Zombie. Bis zum nächsten Mal. Ciao.